Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. So wie ihr bereits am Vorspann, am Intro gesehen habt, ist es eine weitere Aufnahme, die wir machen heute im Rahmen der kommenden Buchlesung, muss ich ja sagen, weil das gehört zwar schon dazu, aber das Buch haben wir ja noch nicht mal angefasst. Hier geht es immer noch um das Heiligenlexikon und die Erklärung der Maria aus der Buchlesung. Alle für eine für alle Himmelskönigin. Und eben wie diese Maria-Erscheinungen durch die ganze Welt eben dafür sorgen werden, dass wir eine Einweltreligion haben, dass die Menschen das akzeptieren werden. Die römisch-katholische Kirche probiert seit Jahren aus, um zu sehen, wie dumm sind die Menschen. Und ich meine das jetzt aber wirklich so, wie ich es sage. Was kann man die nicht alles glauben machen? Adam Weishaupt hat es damals schon gesagt. Oh, du närrischer Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Nun, im Grunde dürfte ich diese Sendung gar nicht Stunde der Wahrheit nennen, sondern ich müsste sie Märchenstunde nennen. Aus dem einfachen Grund, weil wir das eine nach dem anderen Märchen von der römisch-katholischen Kirche über die Himmelskönigin, über die sogenannte Jungfrau Maria aufgetischt bekommen. Eine Frau, die Zeit ihres Lebens auf dieser Erde ein Leben geführt hat im Dienste des Herrn, so wie wir das auch alle probieren wollen, und die ganz deutlich zugegeben hat, dass sie einen Erlöser, einen Retter braucht und dass sie diesen Erlöser und Retter lieb hat, wie wir ihn auch lieb haben. Sie war nichts Besonderes. Selbst am Kreuz hat Jesus sie noch nicht mal als Mutter angesprochen, sondern hat gesagt, Frau, ne? Hat zu ihr gesagt, Frau, als er zu Johannes sprach, nach dem Motto, hier, Frau, siehe dein Sohn, hier, sie deine Mutter, als er dann zu Johannes sprach. Er hat sie noch nicht mal als Mutter direkt angesprochen. Eben genau, weil Jesus wusste, er ist das Alpha und Omega, er kennt das Ende vom Beginn an, er weiß das gut genug, er weiß, wie der Mensch ist, er weiß, wie das Papsttum ist, und er weiß, wie die römisch-katholische Kirche die nächsten hunderte, wenn nicht tausende von Jahren Schindluder treibt mit Maria, wenn er sie auch nur einmal seine Mutter genannt hätte. Das hat er nämlich in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal. So, eigentlich wollte ich heute gar keine Einleitung machen. Jetzt ist da doch schon wieder ein paar Minuten draus geworden. Also möchte ich es jetzt an mich nehmen, meinen Bruder Maximilian zu begrüßen, der mich bei dieser Lesung wieder unterstützt. Und dann können wir gleich anfangen mit der Lesung aus diesem Heiligen Lexikon auf Seite 11, wo wir gestern aufgehört haben. Hallo Max, herzlich willkommen und ich hoffe, du freust dich auch auf die kommende Sendung. Hallo Jörg, ja, das tue ich. Ich freue mich sehr auf die kommende Lesung und auch hallo und willkommen alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es geht um die Himmelskönigin und die Himmelskönigin ist vor allem ein Begriff, den wir aus dem Alten Testament, also dem Gesetz und den Propheten kennen, im Buch Jeremia, Kapitel 7 und unter anderem auch vor allem im Kapitel 44 im Buch Jeremia. Dort wurde sie uns beschrieben als der Himmelskönigin, der also auch die alten Völker schon immer irgendwie geräuchert haben und die Heidenvölker also lieber der Himmelskönigin irgendwelche Trankopfer ausgegossen haben, als Gott zu ehren. Und wie wir dann wiederum im 1. Korinther 10 von Paulus lernen, in Kapitel 10, Vers 6, sind das Dinge, die zum Vorbild für uns geschehen sind im Gesetz und den Propheten im Alten Testament. Soll heißen, wir können aus dieser Sache vor allem eins lernen, dass es sich davor zu hüten gilt, dieser Himmelskönigin irgendwelche Trankopfer oder irgendwelche Gedenken zu ge ge gebühren, sagt man das so, oder der irgendwie Zukommen Ehre zu lassen, ja. zukommen zu lassen, genau. Und so wie Paulus davor gewarnt hat, dass wir eben dieser Himmelskönigin irgendwie ja, irgendwie Ehre gebühren und ihr die Ehre geben und sie eventuell als Mittlerin und dergleichen anerkennen. So sieht das halt heute mit der römisch-katholischen Kirche aus, die genau diese ja, dieses Muster gebraucht, um eben Maria in eine Stellung zu erheben, die sie der Bibel nach de facto nicht hat. Und ja, da dem haben wir uns verschrieben, das aufzudecken. Und wir gehen heute weiter in dem Brief von der ökumenischen katholischen vom Heiligen Lexikon nennt sich die Seite, glaube ich. Und ja, da bin ich gespannt, ob wir da mal, ja, was uns da noch so erwartet heute, ne? Tja, so Ja, was einiges gehe ich mal von denke ich doch, aus. ne? Ja. Ja, so einiges wird uns da noch erwarten. Ja, es ist halt so, dass was in Jeremia Kapitel 7 und 44 als Himmelskönigin beschrieben wird,
wovon wir wissen, dass die Bibel sie deswegen erwähnt, weil sie dort eine heidnische Göttin ist. Daraus wissen wir, dass die Heiden diese Himmelskönigin immer angebetet haben. Und um es ganz kurz auf Nenner zu bringen, im Rahmen der missionarischen Adaption, das heißt der Heidnisierung des wahren Christentums, ist eben diese Himmelskönigin Maria geworden. Und mehr und mehr und mehr attributiert man im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeit, die sogenannten Fähigkeiten oder besser gesagt Eigenschaften, weil Fähigkeiten hat sie keine, weil sie ist ja, existiert ja nicht mal, außer als gefallener Geist, als gefallener Engel, sage ich jetzt mal so, ja, als Dämon, der sich personifizieren kann, entwickelt sie im Lauf der Zeit Fähigkeiten oder besser gesagt Eigenschaften, die dann der Maria zugesprochen werden, weil die Leute ebenso einfältig sind. Und pass auf, ich will da niemanden mit beleidigen. Das Problem ist nur, warum seid ihr denn so einfältig? Weil ihr einfach nicht mal die Bibel fest in die Hände nehmt, dieses wunderbare Buch hier, und das mal lest. In dem Buch wird euch nämlich gesagt, was die Wahrheit ist. Ja? Man muss sich gar nicht groß auf die Suche machen, man muss nur das heilige Buch, die heilige Schrift einmal in die Hände nehmen. Da hat Gott dafür gesorgt, dass wir die heutzutage haben. Seit 500 Jahren haben wir die Bibel in unserer eigenen Landessprache. Beinahe 500 Jahre. Und wir müssen nur sie lernen zu gebrauchen. Und wir müssen alles an der Bibel messen. Und wenn man das tut, wenn man alles an der Bibel misst, dann kann man ganz leicht all diese falschen Lehren, wie sie hier unter anderem in diesem Papier von dem Heiligen Lexikon drinstehen, entlarven. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich lasse den Film mit den Bildern nochmal laufen. Da sind ja die ganzen Bilder aus diesem PDF drin. Das habe ich so zusammengestellt. Und wir beginnen hier unten auf dem letzten Absatz auf Seite 11 und lesen: Wie bei keiner anderen biblischen Gestalt vereinen sich in Maria Glaubenslehren und Formen persönlicher Frömmigkeit in nahezu allen Ausprägungen christlicher Spiritualität. Wobei man hier natürlich das Wort christlich ersetzen sollte durch katholisch. Ne? Anrufung, Lobpreis, Feste, Ordensleben, Kunst oder volkstümliches Brauchtum, oft sehr emotional geprägt und als Kraftquelle für den einzelnen Menschen, die seinesgleichen sucht. Besonders die römisch-katholische Kirche hat die Mariologie als eigene theologische Disziplin entwickelt. Das ist der Kernsatz. Besonders die römisch-katholische Kirche hat, im Unterschied zu den orthodoxen Kirchen und den Kirchen der Reformation, deshalb die Mariologie als eigene theologische Disziplin entwickelt, in der biblische, kirchengeschichtliche, systematische, spirituelle und symbolische Zugänge aufgezeigt werden. Hier sehen wir ein Bild von Bartolomé Esteban. Morillo, Maria Himmelfahrt, um 1675 wurde dieses Bild gemalt. Komisch, dass Engel auch immer hier so als Babys dargestellt sind, ne? Wobei die Bibel von sehr kräftigen Engeln spricht, mächtige Engel, ja, starke Engel. Ne? Das ist genau wie mit Jesus. Ne? Fällt euch da irgendwie ein Muster auf, was dabei behalten wird in der römisch-katholischen Kirche? Dogmatische Aussagen der katholischen Kirche über Maria, die im Lauf der Kirchengeschichte formuliert worden sind. Also es sind dogmatische Aussagen der römisch-katholischen Kirche selbst. Das sagt sie in ihrem kanonischen Gesetz, das sagt sie in ihren Kodex, wie heißt das jetzt hier, ihrem Gesetz, also ich weiß jetzt nicht, ob das der Codex Justinius ist, das ist ja das justinianische Gesetz, aber in ihrem kanonischen Recht steht das drin, ja, also alles, wofür die römisch-katholische Kirche steht, alles, was sie niederschreibt, alles, was der Papst als Dogma sagt, der ja unfehlbar ist, die Aussagen, die jetzt kommen, kommen alle direkt von der römisch-katholischen Kirche. Sie sagt, Maria ist wahre Gottesmutter. Maria hat Jesus jungfräulich durch den Heiligen Geist empfangen. Ja, dem stimme ich zu. Sie ist auch bei und nach der Geburt Jungfrau geblieben. Nein, das werden wir noch sehen. Bei der Geburt, ja. Nach der Geburt, nein. Maria blieb in ihrem Leben ohne Sünde.
Nein, das ist eine Behauptung der römisch-katholischen Kirche, wofür sie überhaupt keine Rechtfertigung hatten, schon gar nicht in der Bibel. Weil in der Bibel steht geschrieben, im Buch der Römer, sagt Paulus das, glaube ich, dass es im Buch der Römer ist. Nee, es ist nicht das Buch der Römer, aber es ist in einem der Epistel von Paulus, dass er sagt, wir alle sind geboren in Sünde und Übertretung. Alle. Auch Maria. Aber wir haben ja schon vorher in den vorherigen Lesungen gesehen, wie die römisch-katholische Kirche die Geschichte von der Geburt der Maria an den Haaren herbeizieht, was man in der Bibel überhaupt nicht findet. Ja? Deswegen lehrt die römisch-katholische Kirche, Maria blieb in ihrem Leben ohne Sünde. Das heißt, Maria wird Jesus gleichgestellt. Maria, die sagt im ersten Kapitel von Lukas war es doch, wenn ich mich nicht irre, ich muss das jetzt nochmal eben nachschauen, ich weiß das jetzt nicht auswendig, oder ja, es war im ersten Kapitel Lukas war es, wenn ich mich nicht irre, da stand doch, meine Seele erhebt den Herrn, Vers 46, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Also wenn Maria, wie gesagt, in diesem römisch-katholischen Dogma in ihrem Leben ohne Sünde war, dann braucht sie ja keinen Retter. Sie sagt aber selbst, dass sie einen Retter braucht, weil mein Geist freut sich über über Gott, meinen Retter. Vers 47, erstes Lukas-Kapitel. Ja? Auch sie selbst wurde empfangen, ohne in die Erbsünde verstrickt worden zu sein. Jungs, wenn ich da jetzt anfange, drauf zu kommentieren, dann sind wir die nächsten 10 Stunden noch nicht fertig damit. Erbsünde ist eine Lüge der römisch-katholischen Kirche. Es gibt keine Erbsünde. Wie gesagt, die Bibel sagt, wir sind alle geboren in Sünde und Übertretung, aber das hat nichts mit einer Erbsünde zu tun. Ja? Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Ach ja? Johannes 3,13, also die Bibel, sagt uns hier ganz deutlich, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Steht hier irgendwas von Maria? Nein. Gibt es eine andere Stelle in der Bibel, die das, die Behauptung, sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden, gibt es eine andere Stelle in der Bibel, die das bestätigt? Nein. Vor allen Dingen die Maria-Himmelfahrt, haben wir bereits gelernt, ist erst hunderte Jahre später als Dogma in die römisch-katholische Kirche eingezogen. Da waren ihre Gebeine schon längst verwest, wie von jedem anderen Menschen auch. Denn aus Staub wurden wir gemacht und zu Staub werden wir wieder zerfallen. Also, all diese 6 Sätze, die hier stehen, ja, sind nicht biblisch. Außer, sie hat Jesus jungfräulich durch den Heiligen Geist empfangen. Also 5. Weil der Rest ist Lüge. Maria ist nicht wahre Gottesmutter, Maria ist ist ganz einfach die Mutter des Menschen Jesus Christus. Sie hat Jesus jungfräulich durch den Heiligen Geist empfangen, das stimmt. Sie ist auch bei und nach der Geburt Jungfrau geblieben. Ich weiß nicht, wie es technisch möglich ist, aber durch Gott ist alles möglich. Bei der Geburt war sie Jungfrau, ja. Josef hat nachher eine Jungfrau immer noch bekommen, obwohl sie bereits einmal geboren hat, ihre Erstgeburt. Aber danach war sie keine Jungfrau mehr geblieben, weil sie hat noch andere Kinder bekommen und da sprechen wir später noch drüber. Auch sie selbst wurde empfangen, ohne in die Erbsünde verstrickt zu sein. Eine Lüge, weil A, Erbsünde gibt es nicht und B, sie wurde empfangen in Sünde wie alle anderen Menschen auch. Oder was sie da wurde auf diese Erde gebracht, in Sünde wie alle anderen Menschen auch. Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Nein, die Bibel spricht im Gegenteil ganz deutlich. Johannes sagt, niemand ist in den Himmel aufgestiegen. Auch kein Elias, auch kein Henoch, niemand. Wir wissen nicht, was mit den Leuten passiert ist. Ihr kennt sicher die Geschichte von Henoch aus dem Alten Testament. Auf einmal steht da, und Henoch wurde hinweggenommen. Ja, da steht aber nicht drin, er ist in den Himmel aufgestiegen. Ne? Er wurde hinweggenommen. Was mit ihm passiert ist, was Gott mit ihm gemacht hat, weiß ich nicht. Sag ich ganz ehrlich. Es gibt Dinge in der Bibel, die erklären sich mir nicht und die erklären sich vielen anderen Leuten auch nicht. Aber dann, das ist der Augenblick, da kommt der Glaube und das Vertrauen in die Bibel. Wenn im Johannes, im dritten Kapitel, Vers 13, Johannes sagt, niemand ist in den Himmel aufgestiegen, dann glaube ich das, dann ist niemand in den Himmel aufgestiegen. Kein Henoch, kein Elia und auch keine Maria. Niemand. Vor dem Hintergrund des Streits, ob Jesus göttlicher oder menschlicher Natur sei, wurde Maria im 4. Jahrhundert in theologischen Schriften als Theotokos, Gottesgebärerin, bezeichnet.
Der syrische Mönch Nestorius, der starb um 451 nach Christus, lehnte diese Bezeichnung ab und hielt daran fest, dass Maria zwar die Mutter Jesu, nicht aber Gottes sei. Na, da kann ich dem Nestorius zustimmen. Das ist, was wir die ganze Zeit sagen. Maria ist die Mutter, die leibliche, irdische Mutter unseres Herrn Jesu Christi in menschlicher Gestalt. Sie hat den menschlichen Körper Jesu Christi auf die Welt gebracht und sie ist daher die Mutter des Menschen Jesus Christus, aber sie ist nicht die Mutter Gottes. Das Konzil von Ephesus verurteilte 431 nach Christus die nestorianische Auffassung, genau wie sie heute meine Auffassung verurteilt, und bestätigte den Titel, der seitdem sowohl in der orthodoxen wie in der römisch-katholischen Kirche verwendet wird. Nun, ich habe diesen Satz nicht angestrichen, ich werde es jetzt tun. Nämlich diesen hier. In der orthodoxen sowie in der römisch-katholischen Kirche. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr warum? Viele Leute glauben, dass die orthodoxe, also das ist die Kirche, die im Osten ist, die griechisch-orthodoxe und vor allen Dingen die russisch-orthodoxe Kirche, die sagen, die Orthodoxen, ja, das sind doch wahre Christen. Nein, das sind sie nicht. Das ist eine Kirche, die sich im Jahre 1074 von der römisch-katholischen Kirche abgespalten hat und die genauso katholisch ist wie die römisch-katholische Kirche. Das heißt, die östliche Kirche hat ein Problem mit der westlichen Kirche, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Dieses Problem hat zu einer Teilung der Kirche geführt in 1054, aber bis 1054 waren die beiden eine. Das heißt, der gemeinsame Brunnen, den sie haben, ist katholisch. Die Orthodoxen sind genauso katholisch, wie die römischen katholisch sind. Ja? Ganz, ganz wichtig, sich das mal zu merken. Und wenn diese Maria-Erscheinung, die ja später in dem Buch, was wir dann lesen werden, eine unglaublich wichtige Rolle einnehmen, dann müssen wir immer bedenken, dass die Orthodoxen, also hauptsächlich eben die Russen, die ja von Marienerscheinungen mehr oder weniger prophezeit wird, dass die orthodoxe Kirche wieder zurück nach Rom kehren muss, diese Ökumene wird darin angesprochen, unter anderem in der Erscheinung von 1917 in Fatima. Da können wir dann über die Fatima-Botschaft sprechen und sowas, kommt alles in dem Buch vor. Da sehen wir, dass es darum geht, dass da diese abgefallene Tochter wieder zurückkehrt zur Mutterkirche der römisch-katholischen Kirche, weil die römisch-katholische Kirche behauptet von sich, die Mutter von allen zu sein. Und sie hat keine Schwestern, also keine Gleichen, sondern sie hat nur Untergeordnete. Alles, was von ihr jemals rausgekommen ist, ist ihr untergeordnet. Das ist in der ersten Stelle die russisch- oder die östlich-orthodoxe Kirche und das sind alle anderen Kirchen auch, wie zum Beispiel die koptische und die syrisch-orthodoxe und so weiter und natürlich die ganzen protestantischen Töchter. Das sind alles Töchter. Und über diese Töchter steht auch in der Offenbarung was geschrieben. Ja? Ich kriege es jetzt nicht gerade zusammen, wo es da genau drin steht. Vielleicht kann der Max mir das mal eben raussuchen. Aber es geht ja darum, dass die römisch-katholische Kirche die Mutter aller Huren ist. Ja, und die Huren sind eben auch andere abgefallene Kirchen. Und sie, die römisch-katholische Kirche, ist die Mutter all dieser Huren. Das steht, glaube ich, in Offenbarung 17, wenn ich mich nicht irre. Will mich da jetzt aber nicht festlegen. Schaut, ich habe ein Problem zwischen Anführungszeichen. Ich weiß oftmals, was in der Bibel steht, aber ich kann nicht immer Buch, Kapitel und Vers benennen. Das ist Offenbarung 17,5 ist das. Danke. Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Danke, Max. Offenbarung 17,5, ja, gerne. Ja, danke. Ich habe echt das Problem, ich weiß, was drin steht, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier, dieses Buch, das Kapitel, der Vers, da steht es. Es gibt Leute, die haben die Gabe, die können das. Ja? Tom Fress, mit dem habe ich da auch öfter drüber gesprochen, der hat genau dasselbe Problem. Wenn wir unsere Bibelstudie machen, dann schmeißen wir uns gegenseitig Bibelzitate an den Kopf, nur wir wissen immer nicht, wo das genau steht. Ist ganz interessant. Und Tom holt dann immer den Van Impe an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist Jack Van Impe heißt er. Gibt es viele YouTube-Videos von. Der Mann, der ist ein wandelndes Bibellexikon. Der kennt wirklich die ganze Bibel auswendig. Der weiß, wenn du ihm jedes Stichwort gibst, dann kann er dir sagen, in welchem Buch, in welchem Kapitel, in welchem Vers da steht. Unglaublich. Tom hat den Mann immer unglaublich bewundert.
bis er einmal bei EWTN war, dem ewigen römisch-katholischen Fernsehsender, der ja auch auf dem Internet zu sehen ist, und dort den römischen Katechismus in die Hand, in die Höhe gehalten hat und gesagt hat, das ist das Wort Gottes. Da ist Tom mehr oder weniger vom Glauben abgefallen. Wie kann einer, der die Bibel von A bis Z auswendig kennt und aufgrund jedes ihm zugeworfenen Stichworts Buch, Kapitel und Vers benennen kann, den römischen Katechismus in die Luft halten und sagen, dies ist das Wort Gottes. Wieder einmal sind wir von Menschen betrogen gewesen. Und da geht ja im Grunde dieses ganze Papier auch drum, wie die Menschen uns hier mit Hilfe der Himmelskönigin, der Maria, betrügen. Und in diesem letzten Satz hier steht es noch einmal drin. Also, ich lese den nochmal. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Konzil von Ephesus verurteilte in 431 nach Christus die nestorianische Auffassung, dass Maria zwar die Mutter Jesu, aber nicht die Mutter Gottes sei, und bestätigte den Titel, also Mutter Gottes, der seitdem sowohl in der orthodoxen wie in der römisch-katholischen Kirche verwendet wird. Hier haben wir also etwas bei allem Streit, den die Ostkirche mit der Westkirche hat, hier haben wir etwas, was sie gemeinsam haben, was sie verbindet. Wo sie beide sagen, es ist so, nämlich, dass Maria die Mutter Gottes ist. Das ist eine Lehre in der orthodoxen Kirche und das ist eine Lehre in der römisch-katholischen westlichen Kirche. In engem Zusammenhang mit der Gottesmutterschaft steht die Jungfräulichkeit Marias. Die Jungfräulichkeit Marias beruhte im 2. oder 3. Jahrhundert auf der Auffassung, nicht Josef, sondern Gott selbst sei durch den Heiligen Geist der wahre Vater Jesu gewesen, wie wir im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 35 nachlesen können. Auch der Islam verehrt sie als sündenfreie Jungfrau Mariam. Jetzt gehen wir nochmal in Lukas, ich muss das nochmal aufmachen hier. Wo war das jetzt? 1,35, ne? Steht hier geschrieben. In 1,35 im Lukas-Evangelium steht, Zitat, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also mit diesem Vers schlagen wir ja direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ne? Einerseits steht hier ganz deutlich bestätigt, dass Josef natürlich nicht der biologische Vater von Jesus ist. Das wird auch kein Protestant, kein bibelgläubiger Christ jemals bestreiten. Sondern es ist der Heilige Geist, der in seiner Kraft über Maria kam und dadurch die Schwangerschaft eingesetzt hat, also die Maria geschwängert hat. Das bestreitet kein Mensch. Ja? Überhaupt nicht. Aber weiterhin lesen wir in diesem Vers auch noch, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nicht Marias Sohn. Gottes Sohn. Dann ist sie also nicht Gottes Mutter, sondern Gott ist der Vater von Jesus Christus. Jesus Christus ist der einzige eingeborene Sohn von Gott, dem Vater, wie wir wissen. Auch diese Behauptung wird also hier in Lukas 1,35 schon angegriffen und meines Erachtens sogar zunichte gemacht. Nun, der Marienkult, der im 4. Jahrhundert im Osten aufkam, also das ist die Zeit, das müsst ihr verstehen, 4. Jahrhundert, 300 und, das ist die Zeit, wo Konstantin das Christentum vereinnahmt hat und das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Rom ernannt hat und dann aus Rom wegging nach Byzantien und dort in der Stadt, die dann nach ihm benannt wurde, Konstantinopel, als Kaiser weiterregiert hat. Und da kam dann der Marienkult eben auch auf. Also, im Osten, weil das eben durch den Kaiser war, weil das eben durch die Vereinnahmung der christlichen Kirche kam. Ja? Der Marienkult, der im 4. Jahrhundert im Osten aufkam, verehrte Maria in ihrer Funktion als Gottesgebärerin und Jungfrau. Diese Überzeugung kommt in den 373 bis 374 beschlossenen Taufbekenntnissen Zyperns, Syriens, Palästinas und Armeniens zum Ausdruck, wovon immerwährender Jungfräulichkeit gesprochen wird.
Nun, die erste Maria geweihte Kirche in Rom errichtete der römische Bischof Julius I. um 345. Ist das nicht interessant, dass hier vom römischen Bischof gesprochen wird und nicht vom Papst? Sehen Sie endlich mal ein, dass Petrus nicht der erste Papst war und dass bis zum Jahre 606, als Bonifaz III. Den Titel Pontifex Maximus annahm, Bischof aller Bischöfe und die Autorität bekam, über die Ost- und Westkirche gemeinsam zu herrschen von dem östlichen Kaiser Phokas, dass da der erste Papst war? Oder ist das hier einfach nur ein kleiner Ausrutscher? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich davon denke und ihr wisst, was die Bibel davon denkt. Und die Bibel vom Papst denkt sowieso eine andere Sache. Aber ihr wisst, was die Geschichte davon denkt. Und natürlich waren das alles damals nur römische Bischöfe. Es waren keine Päpste. Ja? Also die erste Maria geweihte Kirche in Rom errichtete der römische Bischof Julius I. um 345 nach Christus. Die heutige Kirche Santa Maria in Trastevere. Das Konzil von Ephesus bezeichnete Maria als ewig Jungfrau. Das war also 431, wie wir gerade eben gelesen haben. Papst Martin I. erklärte auf dem ersten Konzil im Lateran die immerwährende Jungfräulichkeit Marias zum Dogma. Also er behauptet das, und weil der Papst eben unfehlbar ist, auch wenn das damals noch nicht durch Dogma erklärt wurde, aber das immer so angesehen wurde in der römisch-katholischen Kirche, ist es eben so. Immerwährende Jungfräulichkeit. 680 nach Christus schuf das dritte Konzil von Konstantinopel den Titel der heiligen unbefleckten Jungfrau. Und jetzt kommt eine sehr interessante Stelle, deswegen ist sie farblich markiert. Zwar werden im Neuen Testament an mehreren Stellen die Geschwister Jesu erwähnt, so zum Beispiel im Markus-Evangelium 6, Vers 3, doch legte man diese Passagen so aus, dass sie sich auf Vettern Jesu, so Hieronymus, und der Katechismus der katholischen Kirche oder auf Kinder aus einer früheren Ehe Josefs, so einige ostkirchliche Väter, bezogen. Also, was lernen wir aus diesem kleinen Satz wieder einmal? Es geht nicht darum, was in der Bibel steht, sondern es geht darum, was die römisch-katholische Kirche auslegt, wie es zu verstehen ist. Das ist eben das Problem auch durch das ganze dunkle Zeitalter hindurch. Die Menschen durften die Bibel nicht lesen, weil ihnen verunterstellt war, dass sie zu dumm waren, um die Bibel zu verstehen. Sie können die Bibel nur begreifen, wenn ein Priester sie auslegt. Und genau das ist der Punkt. Man legte die Passagen so aus, dass sie sich auf Vettern Jesu bezieht. Ich habe hier einen kleinen Kommentar zugeschrieben. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Das ist die römisch-katholische Kirche. Es ist Wurst, was in der Bibel steht. Es ist Wurst, was die wirklichen Überlieferungen sagen. Es ist Wurst, was im Neuen Testament an mehreren Stellen steht. 6,3 zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium, da heißt es, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da geht es also um Jesus. Markus, Kapitel 6, Vers 3. Na, die Stelle, die hier angeführt ist, lese ich gerade eben aus der Schlacht einmal kurz vor. Ja, die Frage ist ja, wie kann man da denn bitte jetzt Bruder als Vetter auslegen? Ne? Das macht ja nur Sinn, wenn man da einen eigenen Hintergedanken oder eine eigene Doktrin mit beinehmen will. Ne? Weil hier steht ja eindeutig geschrieben, dass es der Bruder ist und nicht der Vetter. Ja, also was gibt es da auszulegen? Ne? Das ist ja so die Frage, die mir da jetzt so wieder mal in den Sinn kommt, wo wir dieses Papier hier durchgehen. Ja, Max, es ist eine Leugnung des Offensichtlichen. Ja, genau. Ja? Und auf Kinder aus einer früheren Ehe Josefs. Also in der ganzen Bibel steht nicht vermeldet, dass Josef schon mal verheiratet war, Punkt 1. In der ganzen Bibel steht nicht einmal vermeldet, dass Josef ein Witwer war, Punkt 2, weil eine andere Möglichkeit für Josef, um sich wieder zu verheiraten, außer er wäre Witwer gewesen, gibt es ja biblisch nicht. Denn eine biblische Ehe gilt bis zum Tode. Ja? Wenn er sich hätte scheiden lassen nach dem alten jüdischen Brauch, den ja damals Mose bereits eingeführt hat, wo ja Jesus auch drüber gesprochen hat, das ist ja nicht göttlich anerkannt, das ist nicht von Gott ordiniert.
dann wäre Josef ja von Anfang an ein Sünder gewesen. Glaubt ihr denn wirklich, dass ausgerechnet dieser Sünder, der also ein, der, wie nennt man das im Deutschen, Fornication, Ehebruch begangen hat, dadurch, dass er halt sich von seiner Frau hätte scheiden lassen. Glaubt ihr denn wirklich, dass Gott diese Maria ausgewählt hätte, um die einem Ehebrecher zu geben? Das wäre ja wohl der größte Witz in der Geschichte, oder? Josef war, ich sag mal, so gut, wie man nur sein kann. Ja? Er war vor den Augen Gottes so weit in Ordnung, dass Gott ihn erwählt hat. Das hätte er nicht gemacht. Und wir lesen ja im Anfang vom Matthäus-Kapitel, also im Evangelium, in Matthäus 1, den Stammbaum von, ich glaube, von Mose an über Abraham und da, oder Abraham, Mose, David bis zu Josef, um zu sehen, dass das die Linie ist oder die Saat ist, die beschützt werden sollte, so wie es in Genesis, also 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 15 steht, dass dafür der Josef ausgewählt war, dass der Josef aber eben nicht der leibliche Vater war, sondern der Stiefvater von Jesus Christus war. Ne? Das hatten wir ja gelesen im Lukas-Evangelium 1,35, gerade eben weiter oben. Also, sollte Josef bereits Kinder aus einer früheren Ehe gehabt haben, dann wäre er in der Bibel ganz sicherlich als Witwer bezeichnet geworden. Ist er aber nicht. Es gibt ja genug Beispiele, wo von Witwen und Witwern in der Bibel die Sprache ist. Von ihm ist aber nicht in der Hinsicht die Sprache. Also ist das schon mal, für mich zumindest, der ich die Bibel als oberste Autorität akzeptiere, ausgeschlossen. Es können keine Kinder aus der früheren Ehe Josef sein. Außerdem wäre er dann nicht der Bruder, sondern das wären Halbbrüder von ihm. Aber sie sind Brüder, weil sie von derselben Mutter kommen, also Maria. Wenn aber Maria diese Kinder geboren hat, dann kann sie nicht Jungfrau geblieben sein, sondern dann ist sie ihren ehelichen Pflichten und Vergnügungen, nenne ich jetzt mal ganz offen, nachgekommen. Nach der Geburt Jesu Christi hat sie sich vermählt mit Josef und hat sie mit ihm das Bett geteilt und ist sie von ihm geschwängert worden und hat sie weitere Kinder bekommen, und zwar mindestens 4 Söhne und 2 Schwestern. Wieso 2? Naja, weil hier ganz deutlich steht in Markus 6,3, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Das muss ja wohl mindestens 2 sein. Man spricht ja nicht von seinen Schwestern, wenn es nur eine ist. Also sind es mindestens 2 Schwestern. Und im allgemeinen Bibelverständnis wird davon ausgegangen, dass Maria in total 6 Söhne und 2, dass Jesus 6 Brüder und 2 Schwestern hatte. Also 6 Geschwister, und er war im Grunde der 7. Ja? Ich glaube sogar 3 Schwestern, ne? Weil es ist ja, heißt ja von, da war doch irgendwas mit mehrere Schwestern oder mit, ja, ich glaube, es heißt mehrere, und dass man bei 2 ja immer von beider sprechen würde und deshalb davon ausgegeben werden kann, dass es also mindestens 2 Schwestern waren oder mindestens 3 in dem Sinne. Gut, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da anholst. Da war ich mir jetzt nicht so bewusst von, aber da hast du recht. Ja. Dann sind es vielleicht 4 Brüder und 3 Schwestern oder wie mindestens, auch immer. Oder wie viel? Es spielt keine Rolle, aber mindestens so viele. Und das ist doch eine ganz deutliche Widerlegung des Dogmas der römisch-katholischen Kirche, immerwährende Jungfräulichkeit, dass sie eben keine Jungfrau war, sondern dass sie noch andere Kinder von ihrem angetrauten Ehemann gezeugt bekommen hat. Also, ganz deutlich, nochmal diesen hellblau unterstrichenen Satz. Zwar werden im Neuen Testament an mehreren Stellen die Geschwister Jesu erwähnt, mit anderen Worten, mit zwar, sagt uns der Text hier bereits schon, was in der Bibel steht, das zweifeln wir an. Muss man da noch weiter drüber sprechen? Wenn die römisch-katholische Kirche sagt, das steht zwar drin, aber na, wir bezweifeln das. Nee, das ist nicht so. Wir finden, das sind seine Neffen. Oder wir finden, das sind Kinder aus einer früheren Ehe von seinem Stiefvater. Das sagen wir so. Hier wird ganz deutlich die Bibel angezweifelt, in Zweifel gezogen. Also
nimmt die römisch-katholische Kirche in ihrem Dogma, weil da geht es ja drum. Immerwährende Jungfräulichkeit Marias ist ein Dogma von 600, vom ersten Laterankonzil. Da ist das ein Dogma drin und da sagt die Bibel, da sagt die römisch-katholische Kirche, da mag in der Bibel stehen, was will. Wir sagen, nein, unser Kirchenvater Hieronymus und der Katechismus der römisch-katholischen Kirche legt es so aus, dass das Vettern von ihm sind und nicht seine Brüder. Oder vielleicht, dass es dass diese Vettern eben aus der ersten Ehe Josef sich beziehen. Also zwar seine Brüder sind, aber im Grunde nicht seine wirklichen Brüder. Man könnte natürlich auch noch sagen, Jesus Christus hat gesagt, dass wir alle, der Leib Christi hier auf dieser Erde, Brüder und Schwestern sind. Da kann man das ja gleich zunichte machen und kann sagen, ja, er hatte jeden einzelnen Menschen zum Bruder oder zur Schwester unter diesem Dogma. Das ist aber Quatsch. Die Bibel ist ganz deutlich und sie ist, wie sagt man das, unzweifelhaft, unwiderlegbar, deutlich und entweder glaube ich die Bibel oder ich glaube sie nicht. Wenn ich die Bibel nicht glaube, dann kann ich dieses Video hier auch ausschalten. Dann habe ich überhaupt keinen Sinn, das weiter zu gucken, weil dann glaube ich ja lieber das, was die Leute, was die Menschen sagen. Dann glaube ich an das, was im Laterankonzil festgelegt wurde. Dann glaube ich an die immerwährende Jungfräulichkeit. Wenn ich aber sage, ich habe die Bibel als meine oberste Autorität von meinem Gewissen, dann steht im Neuen Testament an mehreren Stellen, werden die Geschwister Jesu erwähnt und dann gehe ich davon aus, dass diese Geschwister Jesu die natürlichen biologischen Kinder von Maria, von ihrem Ehemann, ihrem biblischen Ehemann, angetrauten Ehemann, Josef gezeugten Kinder sind. Punkt, Ende, aus. Und wenn ich das nicht glaube, dann glaube ich dem Menschen mehr. Dann kann ich nur den Bibelvers anholen. Wähle darum heute, welchem Herrn du dienen willst. Ja? Und da muss ich mich eben entscheiden, ob ich dem Menschen diene oder ob ich dem Gott der Bibel diene. Im frühen Mittelalter wurde Maria zum Urbild des glaubenden Menschen und so der Kirche als solcher und zur Fürsprecherin für die Bedrängten. Andreas von Kreta nannte sie erstmals Mittlerin. Augustinus Mutter der Glieder. Im Osten wird damit vor allem wahrscheinlich Glaubenspraxis, im Westen eher die dogmatische Lehre von ihrer Erlösungskraft verbunden. Maria erlöst überhaupt nichts. Vielleicht kann der Max in der Zwischenzeit mal eben den Vers raussuchen, wo in der Bibel ganz deutlich drinsteht, dass es nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen gibt, den Mann oder den Menschen Jesus Christus. Dann könnte er das mal eben machen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das genau suchen muss. Wie gesagt, ich kenne die Stellen, also ich weiß, was drin steht, aber ich kann euch nicht Buch, Kapitel und Vers sagen. Das kann der Max dann ja vielleicht eben während der Lesung hier raussuchen und uns dann gleich mitteilen. Die Vorstellung von der Jungfräulichkeit Marias wurde dann ausgeweitet auf ihre eigene unbefleckte Empfängnis. Also was wir schon ganz am Anfang dieses Papiers bereits gelesen haben. Das heißt, dass Marias Mutter Anna, die übrigens auch in der Bibel nicht vermeldet, sondern schon der Name Anna, hier ist eine Erfindung, die Tochter empfangen habe, ohne dass damit die Erbsünde weitergegeben wurde. Wie gesagt, Erbsünde ist eine falsche, römisch-katholische, aus Babylon stammende Lehre und der Max hat etwas gefunden. Ja, das ist im 1. Timotheus 2,5 ist es am deutlichsten. Also es gibt mehrere Stellen, wo also die Mittlerschaft Jesu Christi beschrieben wird, aber im 1. Timotheus 2,5 ist es deutlich, da heißt es nämlich, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. 1. Timotheus 2,5, ne? Genau. Ja, ja. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also, wie gesagt, es steht in der Bibel alles bereits festgeschrieben. Und die Erbsünde ist, wie gesagt, eine falsche, aus Babylon stammende Lehre. Das Fest der Empfängnis der Gottesmutter Maria hat Wurzeln bis zurück ins 8. Jahrhundert, auch in der Ostkirche. Ah ja, die waren ja damals noch eins. Unter dem Einfluss der schottischen Theologen Duns Scotus vertraten dann insbesondere die Franziskaner die Auffassung, dass Maria nicht mit Erbsünde behaftet sei. Das Konzil von Basel fasste darüber einen Beschluss. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis dagegen wurde erst 1854
durch den berühmten Antichristen Pio IX, Papst Pius IX, verkündet. Dann erst war es ein römisch-katholisches Dogma in der römisch-katholischen Kirche über die unbefleckte Empfängnis. Die blaue Farbe ihres Mantels in zahlreichen Darstellungen ist das Symbol dieser Reinheit. Blau ist nämlich eine Farbe, die für rein und sauber steht. Deswegen hat die römisch-katholische Kirche auch das Blau nicht damit bei, das den Leviten mitgegeben wurde, als sie noch die Priesterschaft der Israeliten im Alten Testament waren. Die römisch-katholische Kirche hat Rot und Scharlach, die sie auch hatten damals, aber sie misst oder sie hat nicht das Blau. Damit wurde das Marianische Jahrhundert in der katholischen Kirche eingeleitet. Das heißt, das Marianische Jahrhundert von 1850 bis 1950. Denn, was kommt jetzt? Dieses Marianische Jahrhundert fand seinen Höhepunkt in der Lehre von der leiblichen Aufnahme in den Himmel. Wie gesagt, wir hatten vorhin schon gelesen, 3. Johannes 13, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass niemand in den Himmel aufgestiegen ist, außer dem, der aus dem Himmel kam. Jesus Christus, dem jüngsten der Mariendogmen, verkündet 1950, ausgerechnet von Hitlers Papst, Eugenio Pacelli, der ja nun eine sehr tiefgehende Geschichte mit den Deutschen hat. Da muss ich ja nicht mehr allzu viel drauf eingehen, den sollte jeder aus meinen Lesungen inzwischen kennen. Dieser Eugenio Pacelli, der 1939 Papst Antichrist Pius XII. Wurde, hat 1950 das römisch-katholische Dogma der leiblichen Aufnahme der Maria in den Himmel verkündet. Erste Überlieferungen von einem leeren Mariengrab gab es schon im 6. Jahrhundert. Ja, das glaube ich. Also wenn man das richtige Grab überhaupt jemals gefunden hätte, dann ist im 6. Jahrhundert das gut 550 Jahre oder so weit her. Ja, nach 550 Jahren sind viele Gräber leer, die vor 550 Jahren noch gefüllt waren, weil die Leute werden Staub. Der Psychologe Carl Gustav Jung gab diesem viel kritisierten Lehrsatz seine Deutung. Die Menschheit braucht in der Gestalt der göttlichen Frau eine transzendente Verankerung um Heil, um ganz zu werden. Also nicht Jesus Christus reicht, um heil und ganz zu werden für uns, um uns zu erlösen von unseren Sünden, um uns mit seinem Blut weiß zu waschen von unseren Sünden. Nein, die Menschheit braucht in der Gestalt der göttlichen Frau, der Maria, eine transzendente Verankerung. Ich gehe jetzt noch nicht mal auf das Wort transzendent ein, aber das ist wieder typisch babylonisch, solche Dinge zu gebrauchen, um heil und um ganz zu werden. Nein, die Menschheit braucht überhaupt keine Gestalt, weder eine Frau noch ein Mann noch irgendwas. Das Einzige, was die Menschheit braucht, das ist Jesus Christus und sich Jesus Christus zuzuwenden und sonst gar nichts. Max, hast du vielleicht mal irgendwie einen Kommentar? Sonst lese ich jetzt natürlich gerne weiter. Nee, aber das geht ja auch schon wieder auf Babylon zurück, ne? Das sind dann so eine Aussagen, die ja also ganz entsprechend dem römisch-katholischen Dogma wieder auf Babylon zurückgehen. Und wie wir auch in der Offenbarung lernen, und das sagen ja nicht wir, das legt diese Bibel selber für sich aus. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass die Bibel sich selbst auslegen muss. Lernen wir ja, dass Rom Babylon ist. Ja, und im Grunde genommen ist das ja auch wieder nichts anderes, worauf dieser, wer war das jetzt? Der Gustav, Der Carl Gustav Jung. Genau, wo der Jung jetzt wieder drauf eingeht, ne, dass diese Menschheit das braucht. Ja, insofern, als dass halt Rom immer noch Babylon ist und wir also immer noch in der gleichen heidnischen Suppe hier leben oder unter den Heiden, wie es damals auch schon der Fall war. Und insofern hat dieser Satz natürlich heidnisch gesehen schon seine Berechtigung auch, ne, weil wir ja aus der Bibel lernen, und das Wort Gottes kann halt nicht gebrochen werden, ja. Und aus der Bibel lernen wir eben, dass Rom Babylon ist. Und insofern, ja, ist das schon leider richtig, ja. Wir leben im Grunde immer noch in der babylonischen Gefangenschaft, von der Martin Luther bereits damals 1520 geschrieben hat. Ja. Genau. Ach, danke, Max. Ja, guter Punkt. Viele der Vorstellungen und Lehren über Maria haben Ur- und Vorbilder in anderen Religionen. Ach nee, jetzt wird's interessant. Ja? Also, in anderen Religionen, außer in der, die aus der Bibel kommt? Das riecht doch, das stinkt. Das stinkt nach missionarischer Adaption hier.
In fast allen Völkern und Religionen findet sich die Vorstellung, dass besondere Menschen ohne menschlichen Erzeuger von einer Jungfrau geboren werden. Buddhas Mutter war ein reines Gefäß natürlicher Tugendhaftigkeit, frei von körperlichen Plagen und Begierden. Die altägyptische Göttin Isis war Jungfrau und Mutter. Auf ihrem Schoß sitzt ihr Knabe Horus, die Welt in der einen, das Zepter in der anderen Hand. Anat und Astarte waren Göttinnen, die nicht empfangen, aber gebären. Alle Göttinnen der alten ägäischen Kulte waren Jungfrauen und Frauen ohne Ehemänner. Die babylonische Ishtar, so spricht man das aus, Ishtar oder Astarte, galt als Herrin des Himmels. Himmelskönigin? Ihr Standbild gelangte im 7. Jahrhundert vor Christus sogar in den Tempel nach Jerusalem. Dort als Himmelskönigin verehrt, wie wir bereits angeführt hatten in dem Buch Jeremia, nämlich in Kapitel 7, Vers 18. Und die anderen vier Erwähnungen der Himmelskönigin sind dann in Jeremia 44. Insgesamt wird es dort fünfmal erwähnt und da kann man den Zusammenhang legen zu dem Pentagramm. Das haben wir auch in unserer Agenda-Video sehr deutlich erklärt, Michael und ich. Auf den Resten des Tempels der Göttin Artemis in Ephesus, der Göttin der Amazonen, der kriegerischen Jungfrauen des alten Griechenland, baute man, wohl nach dem Konzil von Ephesus, die Marienkirche. Tja, also das ist dann nach 431 nach Christus. Also wir sehen hier, dass durch diese, wie ich es nenne, missionarische Adaption alte heidnische Göttinnen irgendwelche Charakterzüge haben, die dann übertragen werden auf Maria im Christentum, weil die Maria im römischen Katholizismus eben nicht die Maria des Christentums ist, die Maria der Bibel, sondern weil sie da umgetauft wird. Genauso wie die Statue von Petrus im St. Petersdom ursprünglich die Statue von Jupiter im Pantheon in Rom war. Also die Statue ist nicht verändert, nur der Ort, wo sie sitzt und einen anderen Namen hat man ihr gegeben. Und genau das macht man hier mit der biblischen Gestalt der Mutter des biologischen Körpers Jesu Christi auch, dass man sie umformt zu diesen alten heidnischen Göttinnen. Weil jeden Namen, den wir hier lesen, ob das jetzt die Frau von Buddha ist oder ob das jetzt aus dem ägäischen Kult kommt, die babylonische Astarte ist oder ob das welche andere, die ich hier genannt hatte, auch noch sein möge, das spielt überhaupt keine Rolle. Das sind alles ein und dieselben. Ja? Sie kriegen in jeder Zeit, ob es jetzt in Babylon war, Persien war, Griechenland war oder Rom war, kriegt die Frau einen anderen Namen, aber es ist immer dieselbe Frau. Ursprünglich ist es Semiramis aus Babylon. Christa Mulak jedenfalls schrieb, mit der Verehrung der Gottesmutter gelingt wohl die grandioseste Auferstehung der Muttergöttin früherer Jahrtausende, deren Symbole und Titel sie übernimmt. Sie wird zur liebreichen Herrin, sie wird zur thronenden Göttin, sie wird zur Gnadenspenderin, zur Retterin, sie wird zur Erhörerin von Gebeten, sie wird Meereskönigin, Maienkönigin, Herrin des Grünens und Blühens, Sancta Regina, Stella Maris, Mater Dolorosa. Weißt du, was ich erstaunlich finde, Jörg? Dass ja in dem Absatz, den du gerade gelesen hast, also nicht den letzten, sondern den davor, die römisch-katholische Kirche im Grunde genommen die Rechtfertigung darin sucht oder versucht zu bestätigen, dass sie Maria als Mittlerin und Göttin ansieht, dadurch, dass sie hier auf alte Religionen und Traditionen aus dem Ägyptischen und aus dem Babylonischen quasi und aus dem Buddhismus und so Bezug nimmt. Ja, also im Grunde genommen ist das für mich, also muss ich schmunzeln, weil im Grunde genommen outet sich hier die römisch-katholische Kirche, sogar unter Nennung von Jeremia im Bezugpunkt, wo wir da auch lesen,
dass das also Heidenvölker waren, die halt von Gott abgefallen sind, die der Himmelskönigin geräuchert haben. Also da muss ich halt einfach nur schmunzeln, weil die römisch-katholische Kirche im Grunde genommen nichts anderes tut, als ihr zuzugeben, dass sie genau diese Schiene fährt wie all die anderen heidnischen Religionen. Ne? Wenn man denn die Bibel kennt und wenn man denn mal das Buch Jeremia dann noch auftut und liest. Und leider, und das ist wahrscheinlich auch so, tun das halt die allerwenigsten, die mit der römisch-katholischen Doktrin irgendwie aufgewachsen sind oder aus dieser hervorgehen, vermute ich. Die römisch-katholische Kirche sagt zu der Frage, ob die Bibel die höchste Autorität ist, deutlich nein. Die Bibel und die Tradition der Kirche. Nun, die Tradition der Kirche ist aber, und das sagt sie da nicht bei, sondern das hast du jetzt gerade eben richtig festgestellt, die Tradition der Kirche ist nicht nur die Tradition, die sich entwickelt hat in der Zeit, seit es die Kirche gibt, sondern das ist die Tradition, die es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden davor gab, die nämlich zurückkommt, herkommt aus Babylon. Gerade mit dieser Tradition, die die römisch-katholische Kirche über die Autorität der Bibel stellt, gibt die römisch-katholische Kirche zu erkennen, dass sie nicht die Kirche Jesu Christi sein kann. Weil sie Traditionen über die Bibel stellt, Punkt 1, und weil die Traditionen, die sie über die Bibel stellt, Traditionen sind, die vom Ursprung her unbiblisch sind, das heißt nicht aus der Bibel kommen. Wenn sie jetzt gesagt hätte, wir haben biblische Traditionen, okay, aber sie gebraucht unbiblische Traditionen. Und die römisch-katholische Kirche stellt im Zweifel die Tradition über die Lehre der Bibel. Das heißt, die menschliche Tradition, was auch immer das sein möge, steht über dem Wort Gottes. Das sagt die römisch-katholische Kirche hier ganz deutlich. Und das hat Max sehr deutlich hervorgebracht, finde ich. Dankeschön, Max. Das war eine gute Bemerkung. Ja, gerne, ne, weil es einfach auch so der Punkt ist, dass es hier halt deutlich ist, weil die römisch-katholische Kirche das ja selber sagt. Das sind ja jetzt nicht wir beide, die das jetzt hier über die römisch-katholische Kirche einfach so verbreiten, sondern wir haben ja alle den Satz gerade gelesen, den jeder ja nachlesen kann auf der Website der römisch-katholischen Kirche. Und ja, das sollte an der Stelle ja mal, was heißt zu denken geben. Ich meine, es ist ja langläufig bekannt, das erinnert mich auch irgendwie an die Schenkung Konstantins, die schon längst als Fälschung irgendwie bekannt ist und angenommen. Und selbst die römisch-katholische Kirche gibt zu, dass es eine Fälschung war. Und dennoch beruft sie sich nach wie vor darauf. Ne? Also, ja. Oder die Pseudo-Dekretale von Isidor. Genau, ne? Auch ein gutes Beispiel. Genau, ja. Genau das Gleiche. Es ist hier genau dasselbe, was Maria betrifft. Ne? Das sind die Worte der römisch-katholischen Kirche, die eindeutig zu erkennen geben, dass sie sich hier auf heidnische Götter und Göttinnen beziehen, wie sie auch im Buddhismus und anderen Religionen vorkommen. Ja, und die römisch-katholische Kirche lebt hier von der Leichtgläubigkeit der Menschen. Dass die Menschen das akzeptieren, was diese, zwischen Anführungszeichen, Autorität ihr sagt, ohne nachzufragen. Und dass sie nicht selbst in der Lage sind, die Bibel in die Hand zu nehmen und nachzulesen und zu kontrollieren, ob die Dinge so sind. So, und das steht ja nun mal im Buch der Apostelgeschichte ganz deutlich drin. Ich muss das mal eben aufschlagen. Ich finde das immer ein wunderschönes Stück. Ich habe es schon so oft erwähnt, aber ich habe immer gesagt, ich muss das eigentlich mal nicht richtig nachlesen. Apostelgeschichte Kapitel 17, da steht nämlich drin in Vers 11, Zitat, ich fange an in Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber, also wir sprechen von den Juden in Beröa, aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wenn jeder, der sich selber Christ nennt, genau das tun würde, täglich in der Schrift die Dinge kontrollieren, ob sie so sind, ob es sich so verhält, dann hätte die römisch-katholische Kirche morgen ihr Ende gefunden mit ihren Lügen. Ja? Dann würde nämlich kein Mensch mehr darauf reinfallen. Die Leute würden einfach die Wahrheit nehmen. Das ist wie jedes Mal, wenn man von jemandem, dem man vertraut, einen 20-Euro-Schein bekommt, einen echten,
und dann geht man einkaufen und kriegt Wechselgeld zurück und kriegt lauter falsche 20er zurück, dann kann man das sofort sehen, da man den echten in der einen Hand hält und die gegeneinander messen kann. Die Bibel ist euer 20-Euro-Schein. Der Originale, der echte. Und all die Worte und Lehren und Lügen in dieser Welt sind all die verkehrten 20-Euro-Scheine. Und ihr müsst nur diese falschen gegen die eine Wahrheit halten und spiegeln. Und dann ist das alles gar nicht so schwer. Schaut, das, was Max und ich hier machen, da haben wir nicht für studiert. Das haben wir nicht gelernt. Das machen wir aus der Leidenschaft zum Worte Gottes. Und das können wir auch nur, weil wir ziemlich fest im Wort Gottes stehen. Nämlich nur, wer die Wahrheit spricht, der kann sie auch verkündigen. Ja? Und wir machen das nur, um euch aufzuzeigen, es ist nicht schwer. Wenn ihr natürlich zu faul seid, auch nur ein einziges Buch mal in eurem Leben festzunehmen, also in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen und nachzulesen, dann können wir euch nicht helfen, dann kann Gott euch nicht helfen, dann kann niemand euch helfen, dann seid ihr verloren. Dann wählt ihr lieber das ewige Feuer als das ewige Leben in Herrlichkeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist eine Entscheidung, die können weder Max noch ich für euch treffen. Aber wenn wir einmal die Wahrheit in der Hand haben, dann müssen wir eben alles, was in dieser Welt ist, an dieser Wahrheit messen. Genauso wie die Berührer das in Kapitel 17 der Apostelgeschichte, Vers 10 und 11, was ich gerade vorgelesen habe, auch gemacht haben. Es ist so einfach, die Lüge zu entlarven, wenn man die Wahrheit kennt. Und die Wahrheit steht in der Bibel. So, wir sind jetzt noch nicht ganz bei einer Stunde, aber bevor wir hier mit dem nächsten Unterpunkt anfangen, mit der Verehrung, würde ich sagen, da wir schon beinahe bei einer Stunde sind, Max, würde ich vorschlagen, dass wir hier unsere Lesung für heute beenden. Kannst du vielleicht nochmal ein Resümee ziehen über das, was wir so besprochen haben im Allgemeinen, dass wir da nochmal kurz zum Ende kommen für heute? Ja, ich hätte jetzt gefragt, wie viele Seiten halten wir denn noch, aber es sind wahrscheinlich noch ein paar, dass wir da mit einer Lesung noch hinkommen, wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Ja, mit meinem Tempo sicher, das sind noch 5 Seiten. Oder 4,5. Ja. Nee, ich fand den Punkt heute sehr wichtig. Also klar ging es ja im Grunde genommen in dem Artikel da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und uns wurde da das Dogma der römischen katholischen Kirche wieder ordentlich um die Ohren geschlagen. Diesmal ein bisschen weniger Märchenanteil, aber nichtsdestotrotz, viele Punkte, worauf sie sich bezieht. Und es ist ein sehr interessanter Punkt und ein sehr wichtiger, finde ich auch, dass hier die römisch-katholische Kirche Bezug nimmt, also auf den Buddhismus, auf andere Religionen, auf heidnische, ägyptische Gottheiten, wo wir ja auch heute erkennen, dass das Ziel des Papsttums ist, ja, also alle Religionen zwischen Anführungszeichen unter einen Hut zu bekommen, wo also der Islam, der Katholizismus und ich glaube der Buddhismus irgendwie zusammengenommen wird oder auch die orthodoxen Kirchen, da gibt sich dann schon ein stimmiges Bild, ne? Und worauf das jetzt wieder zurückzuführen ist, das haben wir heute also wunderbar selbst lesen können, nämlich aufs Heidentum selber. Dadurch versuchte sich ja heute die römisch-katholische Kirche in diesem Artikel selber zu berufen und dadurch die Rechtfertigung herzunehmen, dass Maria eben die Mittlerin und Fürbitterin für uns sein könne. Ja, wo wir also, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, sehr schnell lernen, dass das de facto einfach eine Lüge ist. Wie vieles, was leider aus der römisch-katholischen Kirche hervorgeht. Ja. Ja, stand ja so geschrieben in Johannes Kapitel 3, Vers 13, ne? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also ist Maria nicht in den Himmel aufgestiegen. Also ist das Dogma der römisch-katholischen Kirche, mit anderen Worten von Papst Pius IX., das er 1854 erklärt hat, von der Himmelfahrt, von der unbefleckten Empfängnis, und dann Papst Pius XII. In 1950 von der Himmelfahrt Maria, ist eine Lüge, die gegen die Lehre der Bibel geht. Und das ist eben das, was wir gerne festhalten wollen. Was in diesem heiligen Lexikon über Maria steht, das erklärt uns, wie die römisch-katholische Kirche Maria versteht, wie sie Maria lehrt unter ihren Gläubigen und wie sie von ihren Gläubigen verlangt, dass sie die Maria sehen sollen. Und wir decken mit der Lesung hier in diesem heiligen Lexikon auf,
dass die Lehre der Bibel 180 Grad gegenübergestellt das ist, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Das ist so in Bezug auf Maria, das ist so in Bezug auf viele andere Dinge, da fange ich jetzt gar nicht drüber an, das ist nämlich mein ganzes Ministerium durch, immer wieder aufzudecken, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche anders ist als das, was in der Bibel steht. Verfolgt dafür bitte mal die Lesung über das Doppelgesicht des Papsttums, das Buch von James Atkin Wiley. Das ist in der Hinsicht ein ganz, ganz tolles Buch, wo sehr viele von diesen falschen Lehren angesprochen werden. Und dann erkennt man erst, dass man die einzige wirklich wahre Wahrheit nur in der Bibel, nur in Gottes Wort finden kann und nirgendwo anders. Und es ist immer der Teufel, der euch von der Bibel wegziehen will, der euch Ablenkung in dieser Welt verspricht durch Unterhaltung, durch Vergnügungen, die die wahre Freude aus dem Leben wegnehmen, ob das jetzt Hurerei ist, Ehebruch betreiben, ob das Idolatrie ist, was auch immer, der Teufel gebraucht alle Möglichkeiten, um euch von der Wahrheit wegzuziehen, dass ihr alles tut in diesem Leben. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Deswegen der Spruch von Aleister Crowley, do as thou wilt shall be the whole of the law. Tu, was du willst, das soll das ganze Gesetz sein. Tu, was du willst. Mach, was du willst. Hauptsache, du liest nicht die Bibel. Weil wenn du die Bibel liest, dann bist du verloren für den Teufel. Wenn du die Bibel liest, dann lernst du die Wahrheit kennen. Und wenn du einmal die Wahrheit geschmeckt hast, dann willst du nicht mehr loslassen. Dann willst du nichts anderes mehr. Und da hat der Teufel Angst vor. Und deswegen, wie dieses Bild, was ich hier vorhin eingeblendet habe, zitiert der Teufel sogar aus der Bibel, wenn es ist, um sein Ziel zu erreichen. Er verdreht dann aber die Bibel. Er zitiert daraus und holt es aus dem Kontext. Ja, und wir sehen hier den Papst, der diesen Altar küsst, auf dem die Bibel liegt. Wie oft hört ihr den Papst eigentlich aus der Bibel zitieren? Ja, genauso oft, wie jetzt gerade eben eine Antwort kam. Von daher möchte ich abschließen mit meiner innigsten Bitte. Lest eure Bibel. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Et spiritus sancti discendat super vos, et manat ad terra.